Text 21. Die Juden und Europa im Jahre 2002. Thomas von der Ostensacken, Stefan Kriegert und Ilka Schröder über das aktuelle Verhältnis der EU zu Israel und über den Antisemitismus in Europa. Eine Sendung von Café Kritik. Es geht um Israel. Unter diesem Titel fand am 10. und 11. Mai 2002 in Berlin eine internationale Israel-Solidaritätskonferenz statt, die vom Berliner Bündnis gegen IG Farben organisiert und von zahlreichen Gruppierungen unterstützt wurde. Thomas von der Ostensacken, Ilka Schröder und Stefan Kriegert fassten auf der Konferenz zusammen, wie sehr der anti-israelische Konsens in der BRD, Österreich und in der Europäischen Union bereits gefestigt ist und wie unzureichend auf die im Gefolge der Intifada losgebrochene antisemitische Gewaltwelle in Europa reagiert wurde. Thomas von der Ostensacken, Journalist aus Frankfurt am Main und Aktivist einer vor allem im Nordirak tätigen Hilfsorganisation, zeichnet ein beängstigendes Bild von der derzeitigen Situation. Seit Auschwitz weiß die Welt, dass die Vernichtung der Juden als Juden um der Vernichtung willen möglich ist und wiederholbar ist. Ein Otto Ladendorff schrieb 1906, heute kann man schon in gewisser Sinne den Juden als den Vertreter des Amerikanismus bei uns bezeichnen. Verjudung heißt eigentlich Amerikanisierung. Das war hier nach dem 11. September klar. Man hätte gar nicht so viel rummachen müssen, um irgendwie den Zusammenhang zwischen USA, Krieg, Israel und den Juden herstellen zu müssen. Denn 1941, kurz vor Kriegseintritt der USA, stellte der stramme Nazi-Autor Adolf Halfey das mit folgenden Worten dar. Der Jude glaubt, und ohne Zweifel auch aus innerem Bekenntnis, an die Vereinigten Staaten als die irdische Heimat seines Weltbürgertums. Und Halfey fuhr fort, dass deshalb der Jude zum Krieg treibe. Weil ihm sind die Human Rights das Evangelium des nordamerikanischen Menschen. Und genau der folgende Krieg wäre einer zwischen universalistischem jüdischen Weltbürgerideal und dem von den Völkern vertretenen und von den Deutschen repräsentierten Recht auf Blut und Boden. Ein Jahr später, die USA waren in den Krieg eingetreten und die sogenannte Endlösung der Judenfrage lief auf vollen Touren, schrieb Gieselka Würsing, seines Zeichens Nazi-Nahost-Experte und selbsternannter Palästinakenner, das Judentum, das überall, wo es in der Welt auftrat, zum Vorposten des Amerikanismus geworden ist, befindet sich in der Defensive, selbst dort, wo es noch herrscht. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht noch ganz interessant, als Fußnote anzumerken, dass auch diese unselige Blut- und Öl-Konstruktion mehr oder weniger auf die Nazis zurückgeht und dass leider ein Buch in Vergessenheit geraten ist, was 1939 ganz kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, publiziert wurde in Deutschland von einem Anton Zischka namens Ölkrieg, der darin schrieb, dass die angloamerikanischen Krämer und die Juden nun einen Zweiten Weltkrieg beginnen wollen, weil ihnen ging es ja um das Öl und sie wollten die Märkte, die Rohstoffe des Nahen Ostens ausbeuten, während die Deutschen auf der Seite der Unabhängigkeit ringenden Araber stimmten und außerdem versuchen würden, mittels natürlicher Rohstoffe einen Benzinersatz zu bauen, also Ökologie und Antiimperialismus 1939. Was allerdings gruselig ist, ist die, dass an allen Kriegen, die seit 1989 geführt wurden, also dem Golfkrieg, dem Ersten, Zweiten Golfkrieg, dem Kosovo-Krieg aus seiner Art und jetzt dem Krieg gegen den Terror, den unisono Horst Mahler und Werner Birkert als den Dritten Weltkrieg bezeichnen, letztlich metaphysisch im Zentrum wieder die Juden stehen. Das ist eine Beobachtung von einem Jonathan Rosen, die er in der New York Times schrieb und die er zu denken geben soll. Ideologisch jedenfalls und materiell ist dieser alte Kampf zwischen den Völkern,
also Deutsch-Europa, und hat uns hier die Teile der Dritten Welt und der judeo-amerikanischen Weltherrschaft, wie Horst Mahler das bezeichnet, oder dem Zio-Imperialismus, wie Saddam Hussein sich auszudrücken pflegt, von dem Plan. Und im Zentrum dieser Auseinandersetzung stehen die Juden. In Europa brennen zeitgleich Synagogen, werden Leute, die jüdisch aussehen, auf offener Straße zusammengeschlagen, Synagogen mit Panzern bewacht, und dass in Deutschland noch keine Synagogen gebrannt haben, denke ich, ist hauptsächlich der Polizei zu verdanken oder dem Zufall. Derweil rufen zeitgleich unter den Linden auf einer Demonstration Demonstranten Heil Hitler und Tod den Juden, und selbiges wird in Bagdad, Ramallah und Damaskus fast täglich gefordert, wo zum Massenmord an den Juden aufgerufen wird, der dann im Kleinen von Hamas al-Aqsa-Brigaden und Ähnlichen in Israel und im Großen von Al-Qaida in New York vorweggenommen wird. Angesichts einer solchen Situation schrieb Ron Rosenfeld kürzlich, man stünde unter Umständen vor der Endlösung 2, auf Englisch der Final Solution 2. Der einzige Unterschied wäre, diesmal wären die Juden, 5 Millionen Juden, praktisch konzentriert an einem Ort. Derartige Äußerungen von Israelis oder Juden, die fast täglich in amerikanischen oder israelischen Zeitungen zu lesen sind, werden hier reflexhaft abgewehrt, nicht wahrgenommen oder abgetan als Teil einer Legitimationsstrategie Israels, um seine kolonialistische und rassistische Besatzungspolitik weiterzuführen. Dabei, und ich denke, das ist das Unikum an israelischer und gewisser Hinsicht auch jüdischer Geschichte, waren es immer gerade zionistische Rechte, Mana, Ungarn, die vor der Geschichte Recht behalten haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, sich dieses Moment im Gedächtnis zu behalten, dass, so sehr man sympathisieren mag, mit Linken, mit Friedensbewegten in Israel, sie immer Unrecht hatten vor der Geschichte und nicht mit Shalom in den 30er Jahren vorausgesehen hat, was in Europa geschehen würde, sondern ein ausgemachter Reaktionär, der Revisionist Jabotinsky 1935 vor einer Massenvernichtung warnte und dazu aufforderte, alle Juden aus Europa zu evakuieren. Gerade also diese israelische oder zionistische Rechte, die nicht an Menschlichkeit, Solidarität und das Gute glaubt, hatte damals als zionistische Rechte vorausgeahnt, was passieren würde. Isaac Deutsche hat darauf einmal genau auf dieses Phänomen hingewiesen, als er nach 1945, er war ja überzeugt, der Kommunist und Trotzkist schrieb, hätte er, statt den Zionismus zu bekämpfen, als Zionist 2 oder 3 Leuten zur Emigration nach Palästina verholfen, er hätte 2 oder 3 Leben gerettet, anstatt ideologisch gegen die Emigration nach Palästina anzukämpfen. Statt über solche Warnungen, die man sich vor 15 Jahren hätte vorstellen können und die heute fast alltäglich sind, ernst zu nehmen, statt dass alle Alarmglocken schrillen, ist das Gegenteil in Deutschland und Europa der Fall. Manierlich demonstriert man Seite an Seite mit der Hamas in den Straßen von Berlin und München und bemitleidet Saddam Hussein als Opfer imperialistischer Politik. Derweil entdeckt man in den Palästinensern das arme, unterdrückte, hilflose Volk oder wie die Frankfurter Rundschau so kolonial traf, das eingezeichnete Volk. Angriffe auf Synagogen in Berlin sind Zeitungen Handmeldungen wert. Und sofort, sobald antisemitischen Übergriffen in den Handmeldungen und des Vermischens die Rede ist, tritt reflexhaft in Deutschland die Entschuldigung ein, dass die Juden ja selber schuld seien. Sie eskalierten ja den Nahostkonflikt, sie würden an ihrer Besatzungspolitik festhalten, sie würden nicht die Siedlungen, die die Taz letztens Krebsgeschwüre nannte, passend zu Teil Brasils für den ganzen Israel, ein Krebsgeschwür im arabischen Kater ist, räumen. Also man rationalisiert in guter alter antisemitischer Tradition und vergisst,
dass den Juden ja immer erzählt worden ist, sie hätten nicht ewig, wenn ihr anders wärt, wenn ihr euch anders benehmt, wenn ihr anders tun würdet. Man reflektiert überhaupt nicht auf die Tradition dieser Art von Rationalisierung. Genauso wenig, wie man darauf reflektiert, was für eine unselige Rolle gerade in Deutschland etwa Linke und Friedensbewegung in den letzten 50 Jahren gespielt haben. Dandina hat zu Recht darauf hingewiesen, dass deutsche Geschichte nach 1945, wie er es nennt, kontraphobisch stattfindet. Dass also etwa alte, offiziell tabuisierte Nazi-Stereotypen von der DDR-Propaganda ganz im antiimperialistischen Duktus gegen den Yankee-Imperialismus verwendet worden sind. Und dass die Friedensbewegung nicht nur eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung gewesen ist, was sie objektiv war, sondern diejenigen waren, die uralte post-militaristische Vorstellungen aufbewahrt haben. Etwa die, die man zum Krieg in Afghanistan immer wieder gehört hat, dass die Amerikaner ja nur Materialschlachten tätigen und nicht kämpfen Mann gegen Mann, dass diese Krämernation hier eigentlich feige ist. Das war ein uralter Vorwurf militaristischer Natur aus alter preußischer Zeit, der immer wieder und ununterbrochen vorgebracht wurde von Vertretern der Friedensbewegung. Ich denke, im Zusammenhang mit Israel und mit dem Antisemitismus hat die sogenannte Linke eine viel gruselige Rolle gespielt. Jahrzehntelang, als ein offizieller Philosemitismus verordnet gewesen ist, war es die Linke, die mit revolutionär gutem Gewissen ganz offen zur Vernichtung Israels aufrufen konnte. Es waren die Grünen und mit ihnen der hier so hochgelobte Joschka Fischer als quasi schon zum Establishment gehörende Organisation bei der Bombardierung Beiruts durch israelische Truppen vom Holocaust der Israelis sprachen und in den Palästinensern die Opfer der Opfer entdeckten. Damals konstruierten sie in etwa das Bild, dass wir Deutsche ja eine ganz besondere Verantwortung hätten für diese Opfer der Opfer. Mit einer ganz ähnlichen legitimatorischen Parole wurde der Kosovo-Krieg geführt, nämlich mit der Parole nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, da müsste der zweite Teil weg, weil es wichtiger wäre, ein neues Auschwitz zu verhindern. Nun sah man das neue Auschwitz bei einem sogenannten Volk, dessen offizielle Führung hochgradig antisemitisch gewesen ist, und müsste diesen Gedanken der Grünen und Fischers nur einmal angesichts der Entwicklung konsequent zu Ende denken. Wenn der portugiesische Schriftsteller und Bauchredner einer ganzen Bewegung, José Saramago, nach Ramallah fährt und offiziell erklärt, der Geist von Auschwitz wehe über der Stadt, wenn hier in Berlin unwidersprochen haufenweise Transparente hochgehalten werden, stoppt den israelischen Holocaust, dann wäre die Forderung aus nie wieder Auschwitz, deshalb Krieg, die Schröder dann ja zu Ende gedacht hat, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Angesichts der alten, invarianten Stereotype aber, dass die Juden am Krieg schuld sind, die Hitler geäußert und ernst gemeint hat, dass also das Weltjudentum einen Zweiten Weltkrieg vom Zaun brechen würde, würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, angesichts auch eines, denke ich, ausdrucksstarken Plakats, das ich kürzlich auf einer Demonstration in Südfrankreich gesehen habe, wo inmitten eines Meers von roten Fahnen abgebildet war, ein durchgestrichener Davidstern, also nicht eine durchgestrichene Israelfahne, ein Gleichzeichen und eine Friedenstaube. Aufgerufen hatte übrigens die gesamte französische Linke zu dieser Demonstration. Also die Kernaussage auf einer Demonstration ist, ohne Juden gäbe es Frieden, wäre die konsequente Überlegung aus nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, vielleicht doch noch ein Auschwitz und dann gibt es keinen Krieg mehr. Ich denke, das steckt drin, wenn man so Außenpolitik macht. Und ich denke, angesichts der momentanen Entwicklung sollte man zu Ende denken, was hiesige Politiker im Kosovo-Krieg gefordert haben. Das zweite Gruselige aus der Entwicklung, dass man sagt, Friedensbewegung und Linke oder Teile der Linken haben in ihren Kemenaten marginalisiert am Rande der Gesellschaft aufbewahrt, was später Mainstream war. Sei das Wiedervereinigung, sei das der Krieg gegen den Kosovo, sei das das allgemein antizionistische, antisemitische Erwachen im Moment, dann lese ich neuerdings an sich irrelevante Zirkulare wie die junge Welt mit einem dauernden Gruselgefühl. Denn neuerdings
wird dort ganz offen das Existenzrecht Israels, eh so eine Floskel, die ich hasse, in Frage gestellt. Wird ganz offen gesagt, wir als Linke dürfen uns nicht mehr positiv auf den Staat Israel beziehen. Der Staat Israel ist im Kern ein zionistisches, faschistisches Gebilde, der muss weg. Wenn aber die deutschen Invarianten sich so treu sind und eine davon ist, dass was Linke am Rande ankündigen, kurze Zeit später Mainstream wird, fürchte ich in diesem Fall das Schlimmste. Von der Ostensacken skizziert den Stand der deutsch-arabischen Beziehungen, die eine zunehmende Bedrohung sowohl für Israel als auch für beispielsweise die irakische Bevölkerung darstellen. Ich denke, Deutschland ist immer dann gefährlich, ganz egal wie es sich außenpolitisch darstellt, wenn ein allgemein herrschender Wahn zusammenfällt mit einem Kalkül. Der allgemein herrschende antizionistisch-antisemitische Wahn im Moment fällt seit einiger Zeit zusammen mit dem manifesten Versuch, gerade auch im Nahen Osten an Boden zu gewinnen, von der alten, zurückhaltenden Außenpolitik der 80er Jahre, wo man nur Giftgas lieferte, hinzukommen zu einer, wie andere Leute das nennen würde, eher imperialistischen Politik, Einflussgebiete abstecken, dort ähnlich wie im Balkan präsenter zu werden. Das hat Deutschland in den letzten 5-6 Jahren sehr gut geschafft, mit all den Ländern, die außerhalb der Camp David-Ordnung gestanden haben, also mit Ländern wie dem Iran, mit Syrien, Deutschland ist jeweils der größte Handelspartner dieser beiden Länder in Europa, und mit dem Irak, wo natürlich ganz anderer Profit winkt, wenn da irgendwann mal die Sanktionen aufgehoben werden mit Saddam Hussein, wo man aber ganz unauffällig immer auch das anti-israelische, antisemitische Entrée-Billet ziehen kann, wenn man sich auf einer Bagdader Industriemesse hinstellt und gegen Embargo wettert und indirekt Saddam Hussein und seine herrschende Baas-Klasse zum Opfer erklärt. Ich denke, dieses Ticket reicht. Wer das tut, zieht automatisch das anti-israelisch-antisemitische Ticket. Das ist ja der Vorteil an Tickets, die laut Adorno eh antisemitisch sind. Einen zweiten ganz interessanten Teil in diesem Zusammenhang wurde über die deutsche Innenpolitik kürzlich vermeldet in einem Zeitdossier, das sehr lesenswert war, von vor 2 Wochen, wo stand, dass die deutschen Sicherheitsdienste und Geheimdienste sozusagen eine Art Waffenstillstand mit islamistischen Organisationen geschlossen hatten und die hier schalten und walten konnten, wie sie wollten, solange sie sich nicht gegen Deutsche gewendet haben. In diesem Zeitdossier wurde ein Mensch vom Verfassungsschutz zitiert, der ungefähr sagte, erstens sind die uns nicht gefährlich und zweitens müssen wir davon ausgehen, dass die FIS möglicherweise die nächste algerische Regierung stellt. Ich denke, das außenpolitische Vorgehen Deutschlands gegenüber Ländern wie dem Iran, mit dem man einen kritischen Dialog führt, gegenüber dem Irak, wo einer angeblich menschenrechtsorientierten Außenpolitik eine andauernde Vertreibung von Kurden noch nicht mal eine öffentliche Presseerklärung wert ist,
und anhand von Syrien, dass eines der übelsten Folterdiktaturen des Nahen Ostens ist, ist Programm. Programm ist nämlich, worüber man nicht redet in Deutschland. Ich denke, über den Rest ist man sich einig. Und da zwei, drei Anmerkungen. In Djerba fliegen eine Synagoge in die Luft und 14 Deutsche sterben dabei, verbrennen. Wie wird das hier berichtet? Naja, 3 Tage hat man es auf den Schlagzeilen, dann ist das ruckzuck ganz hinten im Teil. Man sagt, naja, die wollten ja nicht die deutschen Urlauber umbringen. Man schweigt. Das ganze Katalog rassistischer, übelster rassistischer Darstellung, die sofort vom Zaun gelassen wurde gegen Gruppen wie die PKK, die Kurden oder andere, findet nicht statt. Dabei würde man doch eigentlich denken, und ich sage das zynisch, bärtige Mullers, die ihre Frauen prügeln, gegen Juden sind, den Westen umbringen, alles hassen, was Spaß macht, bärtig sind, komische Klamotten anhaben, würden sich doch eigentlich hervorragend anbieten als eine Folie von Berichterstattung, die sich nicht zu schade ist, noch bei jedem Kurden oder Schwarzen zu erklären, was für eine Sexualität er hat, dass er Sozialhilfeempfänger ist und so weiter und so fort. Es findet nicht statt. Genauso wird geschwiegen über die arabischen Länder im Nahen Osten. Wer in Deutschland hat jemals einen guten Artikel darüber gelesen, was Herrschaftsrealität im Irak ist, im Iran ist, in Syrien ist? Man redet nicht darüber. Sobald man auf den Nahen Osten zu sprechen kommt, springt reflexhaft der Blick auf die USA und Bush als den Bösen und damit zurück auf Sharon. Und ich denke, das ist natürlich kein Masterplan, es ist aber eine sehr interessante Beobachtung, die man diskutieren sollte und die Teil des Versuches ist, sich zu positionieren im neuen, tobenden Ring zwischen EU und den USA, wo man die ganze Zeit signalisiert, wir verstehen euch, ideologisch ist man sich unglaublich nah, und wir sind bereit und willens, euch weiter zu unterstützen, auch in schwierigen Zeiten wie nach dem 11. September. Ja, Leute wie Bashar al-Assad, die anderswo nur sehr ungern empfangen werden, werden hier von Schröder so geherzt, wie er sonst nur Martin Walser tut. Zeitgleich wird die PNA finanziert, auch ich wollte sagen, nur unter Kumpels fragt man nach 20 Millionen, um seine Selbstmordattentäter zu finanzieren, die pro Person $25.000 aus Bagdad und $5.000 aus Saudi-Arabien und nochmal $2.000 von der eigenen Regierung bekommen. Wie die insgesamt europäische Haltung Israel gegenüber ist, hat kürzlich der Knesset-Abgeordnete von der Shinuit-Partei, Josef Lapid, denke ich, kongenial zusammengefasst, der mit einer israelischen Delegation beim Europarat war und schrieb, von 600 Vertretern dieses Europarates waren 4 nicht anti-israelisch. 2 ungarische Juden, ein französischer Jude mit dem Namen Dreifüß und ein nicht-jüdischer Deutscher. Der Rest wollte Boykott, Kündigung des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel, Sharon vor ein Kriegsverbrechertribunal schleppen, etc. pp. Eins muss klar sein, auch angesichts der von mir eingangs geäußerten Befürchtungen jüdischer und israelischer Schriftsteller. Europa ist die Ursache des Nahostkonflikts. Europa ist die Ursache des Zionismus und Europa ist das Vorbild des arabischen Nationalismus und seiner widerwärtigsten Ausprägungen, nämlich des Baathismus. Europa hat im Nahen Osten nichts verloren. Und schon gar nicht als Anwalt der Palästinenser oder als vermeintlich ehrlicher Makler, der Europa nicht sein kann. Zu Recht las ich kürzlich einen bitteren Kommentar in der Washington Post, in dem jemand feststellte, wie eigentlich können die Europäer permanent die Rückkehr der Palästinenser fordern, wenn sie selber noch nicht einmal ihr jüdisches Eigentum zurückgegeben haben. Wie kann das möglich sein? Vor dem Hintergrund, dass ein neuer, bislang unbekannt heftiger und sich ideologisch artikulierender und organisierter eliminatorischer Antisemitismus fast täglich in Israel Menschen ermordet, nicht um gezielt irgendwelche Israelis zu töten, sondern um möglichst viele Juden umzubringen, nach den Ereignissen des 11. September. Und man in Europa ein Verständnis gegenüber diesen Organisationen aufbringt, von links bis rechts, in dieser von Jean-Marie unheilig
Allianzen genannten Zusammenklumpung von orthodoxen Kommunisten, Stalinisten, Möllemännern, Blüms, Nazis und irgendwie bei Aussagen über Israel und Juden überhaupt nicht mehr weiß, wer eigentlich derjenige ist, der sie tätigt. Von der Aussage selbst kann man keinerlei Rückschlüsse mehr ziehen, gilt es, nicht irgendwelche Anfänge mehr zu wehren, wie das in den 80er Jahren gefordert wurde, sondern es gilt ernsthaft, sich darüber Gedanken zu machen und die daraus notwendigen Taten folgen zu lassen, ob es soweit ist, dass ernsthaft über die Final Solution Number 2 diskutiert werden muss. Das alles heißt ja in keiner Weise, dass man nicht aus tiefstem Herzen sich einen friedlichen Nahen Osten, ein Zusammenleben der Menschen dort ohne Diktaturen etc. wünscht. Es scheint nur unter den momentanen Gegebenheiten kaum noch möglich. Wichtiger als die völkisch-antiimperialistische Mobilisierung gegen Israel zu unterstützen, wäre nämlich auch von der Seite, die meint, sie würde sich im Namen der Araber stark machen, alles zu unterstützen, dass eine Revolution in dieser Region stattfindet, eine Revolution, die diese verfahrene Mischung aus Verfolgungswahn, Antisemitismus, Anti-Amerikanismus, Verschwörungsdenken und Diktatur, die Nichttrennung von Staat und Kirche, endlich beseitigt. Es gibt genug Leute, die seit langem dieses seit 1967 entwickelte Konglomerat kritisieren, aus der arabischen Welt, wie Kanan Makia, Sadiq al-Azm oder Adonis, um nur drei zu nennen. Die wären zu unterstützen, sie werden nicht unterstützt. Stefan Kriegert von der Wiener Gruppierung Café Kritik gibt einen Überblick über die Situation in Österreich und thematisiert die Gleichzeitigkeit anti-israelischer und anti-tschechischer Ausfälle in der österreichischen Politik. Wenn irgendwo auf der Welt ein politisch halbwegs interessierter Mensch an Österreich denkt, denkt er in aller Regel zuerst auch an den Antisemitismus. Und das völlig zu Recht. Das Erschreckende an Österreich ist eben die unglaubliche Normalität des Antisemitismus in Politik und Gesellschaft. Diese Normalität hat sich der europäischen und auch außereuropäischen Öffentlichkeit wohl insbesondere anlässlich der Präsidentschaftskandidatur von Kurt Waldheim offenbart. Nun ist sie seit 1999 abermals registriert worden, nämlich anlässlich der Regierungsbeteiligung der FPÖ und des anschließenden kollektiven Umsichschlagens aller politischen Parteien anlässlich der gegen Österreich bekanntlich kurzzeitig verhängten Sanktionen, die in den Augen der Österreicher natürlich am Rande der internationalen Holocaust-Konferenz und zwar vom linken Flügel der Sozialistischen Internationale in Stockholm aus bei Dovert worden sind. In den Augen des Durchschnittsösterreichers also ein klarer Fall von jüdisch-kommunistischer Weltverschwörung. Insofern ist, wenn man über Antisemitismus in den europäischen Ländern sprechen möchte, die Ausgangslage in Österreich etwas anders als in den meisten Staaten der EU. Und auch und vor allem, wenn man über das Verhältnis zu Israel spricht, ist die Ausgangslage eine andere. Schließlich befindet sich in Österreich seit 2 Jahren kein israelischer Botschafter mehr, da Israel auf die Regierungsbeteiligung der FPÖ natürlich reagieren musste. Vermehrte Angriffe auf Juden und Jüdinnen oder auch auf jüdische Einrichtungen wurden in Österreich seit Beginn der Terrorintifada nicht registriert. Allerdings ist dabei nicht zu vergessen,
dass erstens die Österreicher in ihrem grenzenlosen Autoritarismus eine nahezu eindeutige Aufforderung von Staats wegen selbst dann noch brauchen, wenn es ums Brandstiften und um Gewalt gegen Schwächere geht. Wenn es diese Aufforderung dann gibt, sind sie dafür umso schlimmer, wie man nach dem Anschluss 1938 sehen konnte. Zweitens hat eine deutliche Verschärfung der Situation für Juden und Jüdinnen in Österreich schon etwas vor der Eskalation der Gewalt durch Arafat stattgefunden, nämlich mit dem letzten Nationalratswahlkampf der FPÖ 1999. Die israelitische Kultusgemeinde legte damals einen Bericht vor, in dem der sprunghafte Anstieg antisemitischer Beschimpfungen, Drohungen und auch tätlicher Übergriffe dokumentiert wurde. Und natürlich gibt es seit der Koalition aus ÖVP und FPÖ eine ganze Reihe antisemitischer Äußerungen, sei es bei der Debatte über Entschädigungszahlungen, sei es anlässlich des Krieges gegen Israel. Aber auch bei Übergriffen sind die Linken mal wieder Avantgarde. Nicht nur, dass es seit Monaten in linken Internetforen massive Drohungen gegen Freunde Israels gibt. In Wien ist es leider schon seit Jahren Realität, dass in der Linken Personen geduldet und auch verteidigt werden, die schon mehrmals auf jüdische Genossinnen eingeprügelt haben. Der Antisemitismus drängt in Österreich in letzter Zeit doch dermaßen in die Öffentlichkeit, dass sich auch liberal-bürgerliche Magazine veranlasst sehen, ihn zumindest bei der Beschäftigung mit den Freiheitlichen einerseits und den Linken andererseits zu thematisieren, aber eben nur so, wie das in solchen Zeitschriften möglich ist, nämlich aus Sorge um das Ansehen der Nation im Ausland. In den etablierten Medien ist die Berichterstattung über Israel zwar bei Weitem nicht so offen antisemitisch wie beispielsweise während des Libanonkrieges. Wenn man aber davon ausgeht, dass Antisemitismus allerspätestens dort beginnt, wo an Juden und den jüdischen Staat andere Maßstäbe angelegt werden als an andere Menschen oder Staaten, kann man getrost davon sprechen, dass nahezu die gesamte Berichterstattung in Österreich antisemitisch, das heißt hier vollkommen einseitig, ist. Und natürlich finden sich auch die Brachialformen des geschichtsentsorgenden Antisemitismus. Dafür gibt es ja immer noch die Kronenzeitung, also die mit Abstand größte österreichische Tageszeitung, die schön zeitgleich mit der Eröffnung der Wehrmachtsausstellung in Wien vom Vernichtungskrieg der Israelis schreibt. Der israelische Staat ist bekanntlich mit der internationalen Unterstützung des palästinensischen Terrors konfrontiert, vor allem aus Deutsch-Europa. Österreich, das schon bei der Zerschlagung Jugoslawiens als vorauseilender Juniorpartner der BRD aufgetreten ist, hat daran natürlich teil. Nicht nur, dass die Freiheitlichen offen mit islamischen Faschisten sich verbrüdern, auch der Bundespräsident Thomas Klestil und zahlreiche Regierungsmitglieder hofieren Israelfeinde aus der arabischen Welt, wie zuletzt den Reformantisemiten Khatami aus dem Iran. Wenn der konservative Bundeskanzler Wolfgang Schüssel nach Israel fährt, nutzt er seine Reise vor allem dazu, die Geschichtslüge von den Österreichern als erste Opfer der Nazis wieder aufzuwärmen. In der Sozialdemokratie hat der Antizionismus seine treuesten Anhänger vor allem unter jenen, die sich ansonsten, wie etwa der leider einflussreiche ehemalige Innenminister Karl Blecher, Sorgen um die Pensionsansprüche ehemaliger Vernichtungskrieger aus der Wehrmacht machen. Der sozialdemokratische Wiener Landtagspräsident hat vor kurzem die Einladung zu einem im Wiener Rathaus stattfindenden Benefizball einer israelischen Wohlfahrtsorganisation mit dem lapidaren Hinweis auf die, wie er das nannte, israelische Schandregierung zurückgewiesen. Und grüne Spitzenpolitikerinnen organisieren Palästina-Solidaritätsdemos gemeinsam mit jenen Anti-Imperialisten, die in ihren Zeitschriften Aktivisten vom Dschihad Islami interviewen. Wenn es um den Staat der Shoah-Überlebenden geht, wird man sich auch in Österreich schnell einig und kennt keine Parteien mehr. Die schlimmsten Ausfälle kommen dabei aber noch nicht einmal von der FPÖ, sondern von einigen linksradikalen Gruppierungen. In Wien, dass sich schon im Frühjahr 1971 mit der Abhaltung der ersten Arbeitstagung von europäischen Palästina-Komitees als Hochburg des Antizionismus zu etablieren versucht hat, ist es nach wie vor möglich, dass Anti-Imperialisten gemeinsam mit islamistischen Gruppen Anti-Israels-Demos durchführen, auf denen dann auch Transparente mitgeführt werden, auf denen die Fragen aufgeworfen wurden: Ziel der zionistischen Politik, Weltherrschaft. In Wien
finden sich auch jene antiimperialistischen Gruppen, die selbst noch innerhalb der Palästina-Solidarität eine Avantgarde-Funktion erfüllen. Gruppen wie die Revolutionäre Kommunistische Liga und die inzwischen ja auch hier in Berlin leider durch eine Veranstaltung im Mehringhof bekannte antiimperialistische Koordination. Solche Gruppen vollziehen den Schritt von der klammheimlichen zur völlig offenen Zusammenarbeit mit islamistischen Kräften. Die AKL organisiert Sommercamps mit der Mörderbande Hisbollah und fordert, dass die Besiedelung Israels nach 1945 rückgängig gemacht wird. Und auch die antiimperialistische Koordination übertrifft so ziemlich alles, was Kritiker eines linken Antisemitismus noch bis vor kurzem sich vorzustellen in der Lage waren. Die AIK lässt in ihrer Zeitschrift Intifada die erste weibliche Selbstmordattentäterin als Heldin feiern, die, Zitat, für ihr Volk lebte und starb. Jemand wie Jörg Haider muss sich da regelrecht bedroht fühlen in seiner Rolle als Avantgarde der österreichisch-arabischen Freundschaft. Schon in früheren Jahren gab es rege Kontakte, vor allem von Kärntner FPÖ-Funktionären, zu Gaddafis Libyen. Vor kurzem ist nun Haider Präsident der österreichisch-libyschen Gesellschaft geworden, was sich vor allem aus der innigen, sowohl persönlichen wie politischen Freundschaft Haiders mit dem Sohn Muammar al-Gaddafis erklärt. Eine Freundschaft, die von Wertkritikern wie dem Wiener Franz Schandl als Zweckbündnis verharmlost wird. Erst kürzlich hat sich Haider bekanntlich auch mit Saddam Hussein und Tariq Aziz getroffen und parlierte mit ihnen über die zionistische Verschwörung, wie mehrere Nachrichtenagenturen zu vernehmen war. Der Führer der demokratisierten Nazis von der FPÖ gibt seine weiterhin bestehenden Kanzlerambitionen nicht mehr über die Austria-Presseagentur bekannt, sondern über Al Jazeera, wo er dann auch gleich nach den Terroranschlägen in Israel gefragt zu Protokoll gab, die Palästinenser hätten das Recht auf Widerstand mit allen Mitteln. Natürlich fordert auch Haider, dass sich Europa stärker im Nahostkonflikt einbringen solle. Was dem Flüchtlingslager Jenin passiert sei, müsse als Kriegsverbrechen gewertet werden. Sharon gehöre, ganz genau wie Milosevic, vor ein Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Auch mit dieser Einschätzung steht Haider natürlich nicht alleine da. Auch der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Österreichs weiß, dass Israels Militäraktionen nur einen einzigen Zweck verfolgen, nämlich die, Zitat, Einschüchterung, Erniedrigung und Demütigung des palästinensischen Volkes. Walter Bayer weiter. Das ist kein Krieg für die Sicherheit Israels, sondern ein Krieg gegen die Menschlichkeit. Wenn es Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt, so muss Sharon vor ein internationales Kriegsverbrechertribunal gestellt werden. Angesichts solch einer Volksfront ist man sich in der jüdischen Gemeinde in Wien leider nur in einem einzigen Punkt weitgehend einig, nämlich darin, dass man in Österreich froh sein könnte, wenn man jemand wie Joschka Fischer hätte, dessen Taktiererei zugunsten Deutschlands eben nicht als solche erkannt wird, sondern merkwürdigerweise, wohl auch aus Verzweiflung, als Hoffnungsschimmer angesichts der Einheitsfront europäischer anti-israelischer Agitatoren angesehen wird. Genährt werden solche wohl falschen Hoffnungen, zum Beispiel dadurch, dass Österreich eben durchaus anders als Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Schweden, Spanien, Belgien und Portugal jene Resolution der UN-Menschenrechtskommission unterstützt hat, in der Israel Massenmord in den besetzten Gebieten vorgeworfen wird. Kein Wunder also auch, dass einer der wenigen noch verbleibenden Politiker, der sich mit Israel solidarisch erklärt, in Österreich als Staatsfeind oder man müsste besser noch sagen Volksfeind Nummer 1 gilt, nämlich der ja leider bald nicht mehr tschechische Ministerpräsident Miloš Zeman. Zeman findet eben noch halbwegs klare Bezeichnungen für antisemitische österreichische Politiker und steht dem offensiven geschichtsrevisionistischen österreichischen Bemühungen klar im Wege. Mit seiner Verteidigung Israels einerseits und der Benesch-Dekrete andererseits hat Zeman intuitiv auf eine Gemeinschaft von Palästinensern und Sudetendeutschen reagiert, die man bisher nur aufgrund ideologischer Überschneidungen kritisieren konnte, die sich jetzt allerdings, vor allem in Österreich, als tatsächliche Einheitsfront präsentiert. Mitte April fand in Wien im Haus der Heimat eine Podiumsdiskussion statt unter dem famosen Titel »Von Benesch zu Sharon,
Sudetendeutsche und Palästinenser entrechtet und vertrieben. Eingeladen hatte eine Plattform SOS Heimat, teilgenommen haben neben Vertretern der vertriebenen Verbände auch Dr. Georg Nikula, Obmann der Palästinensischen Ärztevereinigung und Vizepräsident der Palästinensischen Gemeinde in Wien. Solch eine Begegnungsstätte muss von einer Koalition aus SS-Lobrednern und Dreyfus-Verehrern natürlich gefördert werden. Und deshalb erhielt das Haus der Heimat von der österreichischen Bundesregierung auch satte 7 Millionen Euro an Zuschüssen. Die seit der Wiedervereinigung forcierten deutschen Bemühungen, die sichtbaren Konsequenzen aus der Schuld an der Shoah und am Vernichtungskrieg zu beseitigen, von der Zerstörung Jugoslawiens über die Versuche der Internationalisierung des Nahostkonflikts bis zu den Angriffen gegen Tschechien, diese Versuche werden von Österreich eifrig unterstützt. Vor allem die Tschechische Republik, die zeitgleich mit der Aussiedelung der henlein-faschistischen und NS-begeisterten Sudetendeutschen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren die israelische Staatsgründung unterstützt hat, ist in letzter Zeit ins Visier österreichischer Politiker geraten. In der Agitation gegen die Benisch-Dekrete unterscheidet sich die FPÖ nur unwesentlich von ihrem konservativen Regierungspartner. Schon in ihrem Regierungsprogramm hatten die politischen Erben der Austrofaschisten und Nationalsozialisten vor 2 Jahren das unmissverständliche Ziel verankert, die, Zitat, Anliegen und Interessen der altösterreichischen Minderheiten im Ausland zu fördern. Die Außenministerin Benita Ferrero-Waldner bezeichnet die Benisch-Dekrete offen als Unrechtsgesetze und Kanzler Schüssel präsentiert sich stolz als Träger des Karlspreises der sudetendeutschen Landsmannschaften. Haider setzt natürlich weiterhin auf die Offensive, behält sich eine Blockade des EU-Beitritts Tschechiens vor und lässt seinen Ressentiments freien Lauf, wenn er sagt, reden wir über Wiedergutmachung. Die betrifft nämlich nicht nur die in New York und im Osten, sondern vor allem auch unsere sudetendeutschen Freunde. Wir wollen uns zuerst um die eigenen Leute kümmern. Die ÖVP hingegen setzt zur Revision der Folgeerscheinung des Zweiten Weltkriegs auf die Europäische Union, weil sie hofft, so ihre revanchistischen Gelüste gegenüber einem EU-Mitglied Tschechien besser zur Geltung bringen zu können. Die Opposition hält sich in diesen Fragen auffällig zurück. Bei der Sozialdemokratischen Partei Österreichs handelt es sich ohnehin um eine Partei, die die Freiheitlichen in der Sorge um ehemalige Vernichtungskrieger, wie auch beim deutschen Nationalismus, etwa gegenüber der slowenischen Minderheit, gelegentlich rechts zu überholen versucht. Der bereits erwähnte Sozialdemokrat Blecher etwa teilte der Öffentlichkeit vor einiger Zeit mit, die Geduld ehemaliger Kriegsgefangener, die von Entschädigungszahlungen ausgegrenzt wurden, geht zu Ende. Die Grünen wiederum sind bei aller Kritik peinlich darum bemüht, dass ihre Hinweise auf die deutsch-österreichischen Verbrechen nicht als Entschuldigung für die Aussiedlung der Sudetendeutschen missverstanden werden und selbst linksradikale Gruppen aus dem antinationalen Spektrum, die bezüglich Israels natürlich kaum anderes von sich hören lassen als die ekelhafte und abgedroschene Phrase »Ein Staat wie jeder andere auch«, diese Gruppen fühlen sich in ihren Flugblättern veranlasst, der österreichischen Bevölkerung mitzuteilen, dass man die Aussiedlung der Sudetendeutschen keineswegs billigt. Kurz, Österreich reiht sich weitgehend nahtlos in die europäische anti-israelische und in die deutsche anti-tschechische Front ein und fast alle, von ganz rechts bis ganz links, wollen offenbar dabei sein, wenn das postnazistische Österreich mit dem Antisemitismus an eine seiner ältesten Traditionen wieder anknüpft. Thank you.
Schröder, Mitglied des Europäischen Parlaments in Brüssel und assoziiertes Mitglied in der Fraktion der Vereinigten Linken, erläutert die Positionen der maßgeblichen Institutionen in der Europäischen Union gegenüber Israel und erläutert die Schwierigkeiten, die bei der Formulierung von pro-israelischen Forderungen an das Europäische Parlament nahezu zwangsläufig auftreten müssen. Zu den EU-Positionen muss ich sagen, ich werde jetzt unterscheiden zwischen drei Institutionen, Kommission, Rat, also Europäischer Rat der Regierungschefs der EU und das Parlament. Für die Kommission habe ich mir jetzt Chris Patten rausgesucht, das ist der Kommissar, der zuständig ist für die Außenbeziehungen. Er bemüht sich und zwar erfolglos um eine ausgewogene Formulierung. Das ist auch nicht besonders erstaunlich, denn er geht davon aus, dass mit stärkerem Druck auf Israel sich der Konflikt lösen lässt. Die Verantwortung der palästinensischen Autonomiebehörde für den Terror in Israel erwähnt Patton überhaupt nicht. Und er wirft Israel vor, die demokratischen Ideale, für die das Land steht, zu verraten. Bei der Autonomiebehörde hingegen gibt es keine Ideale, die können auch nicht verraten werden. Und das wiederum wird dann noch zum Vorteil für die Autonomiebehörde. Einen Schritt weiter geht Patton meines Erachtens noch, wenn er trauert. Er trauert mit den Selbstmordanschlägen betroffener israelischer Familien, und jetzt zitiere ich, ebenso wie mit all den palästinensischen Familien, denen der Tod einen Angehörigen geraubt hat. Worum trauert er? Um die Selbstmordattentäter? Um die Hinterbliebenen derer, die israelische Zivilisten in die Luft gehen lassen? Um die Selbstmordattentäter, die sich gerade in Zeiten des Rückzugs der israelischen Armee zur Explosion bringen? Damit macht Patton unmissverständlich klar, es ist der Friede mit den Terroristen, den die EU hier anstrebt. Und verbalen Frieden zu schließen mit diesen Mördern heißt dann auch nichts anderes, als sich solidarisch zu erklären mit denen, die die Existenz Israels in Frage stellen und sie am liebsten früher als später beenden würden. Das ist so erstmal der Kern der Kommissionslinie. Jetzt die Frage, was macht der Rat der Regierungschefs, der die grundsätzliche Linie für die Europäische Union vorgibt. Der verfolgt bestimmte Grundannahmen in seiner Nahostpolitik, und in seinen Verlautbarungen betont er immer wieder, dass er eine politische und friedliche Lösung anstrebt, dass er die palästinensische Autonomiebehörde unterstützt, und das eben politisch wie finanziell, weil er eben davon ausgeht, dass der Wohlstand zufrieden führen werde und ein palästinensischer Staat die beste Garantie für die Existenz Israels sei. Diese Lösungsidee setzt die EU auch schon seit langem um, ist der größte Geldgeber für die palästinensische Autonomiebehörde. Und damit trägt sie dann auch ganz offen dazu bei, dass der Wohlstand und der Frieden im Nahen Osten ohne die Israelis stattfinden soll. Denn mit dem EU-Geld werden nicht nur Schulbücher mit Landkarten produziert, auf denen Israel gar nicht mehr vorkommt, sondern die Gelder fließen auch in palästinensische Infrastruktur, die für antisemitische Propaganda und terroristische Aktionen genutzt wird. Sie fließen an eine Autonomiebehörde, auf die nicht einmal nennenswerter Druck von Seiten der EU ausgeübt wird, zu brechen mit völkischen Terroristen und die politischen Allianzen mit ihnen aufzukündigen. In Ausübung des israelischen Selbstverteidigungsrechts hat die IDF Teile der palästinensischen Infrastruktur dem Erdboden gleichgemacht. Damit konnte sie einige Wochen auch erfolgreich die Selbstmordattentate verhindern. Es bleibt natürlich die freie Entscheidung der EU, ihre Gelder als Risikokapital anzulegen. Nun soll aber Israel die Haftung für dieses Kapital übernehmen und dafür, dass diese Investitionen zerstört wurden. Statt Israel zu dem Antiterror-Erfolg zu gratulieren, den sie in den Gebieten hatten, denkt das Europäische Parlament und eben auch der Rat sehr laut über Entschädigungsforderungen an Israel nach. Statt ein wahrhaftiges Antiterrorprogramm zu entwickeln und die Zahlungen an die völkischen Banden zu unterlassen, soll Israel büßen. Das ist das Programm des Rates oder die Kernpunkte dessen. Jetzt komme ich zum Parlament. Ich möchte erstmal betonen, dass ich von der Mehrheit des Parlaments spreche, leider eine große Mehrheit, aber immerhin. Es gibt noch ein paar andere Stimmen, da komme ich dann später noch dazu. Grundsätzlich ist das Parlament mit allem, was ich eben vom Rat vorgestellt habe, einverstanden, geht aber eben noch darüber hinaus. Das Parlament stellt sich ja sehr gerne als menschenfreundlich, antirassistisch und überhaupt sehr motiviert gegenüber den Menschen dar.
und spricht sich deswegen auch in mehreren Resolutionen gegen Antisemitismus aus. Wenn man sich dann aber anguckt, was das bedeutet, und das werde ich gleich machen, dann zeigt es nur, dass wir den Antisemitismus lediglich als soften Rassismus angehen und der Rest ist auch was von sehen, was das Parlament macht, ist eben vor allen Dingen seit Beginn zu gucken, was sie gesagt, was das Parlament gesagt hat, seit Beginn der Terrorintifada. Für die Ausschreitungen wird zuerst Sharon verantwortlich gemacht und dabei interessiert auch gar nicht, dass die sogenannte Intifada sowieso eben geplant war und Sharons Tempelbesuch eine von vielen möglichen Anlässen bot, der eh genutzt worden wäre. Das Europäische Parlament bezeichnet die Art der israelischen Selbstverteidigung, so wie sie jetzt ausgeübt wird, als unangemessen. Diese Wertung kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Vergleich, Europa bombte als Luftwaffe der Terrorbanden der UCK und damit eben für die Soldaten aus sicherem Abstand in Jugoslawien Menschen in den Tod. Israel kalkuliert wesentlich höhere eigene Verluste mit ein und geht eben mit Bodentruppen vor. Die Palästinenser waren gewarnt, in Jenin und anderswo hätten den Platz verlassen können, anders als die Menschen in Serbien. Diese EU, die das getan hat, betont gleichzeitig die Anerkennung des Existenzrechts Israels und urteilt gleichzeitig über nur gemäßigte Versuche der Selbstverteidigung, urteilt die als Massaker ab. Das ist die Politik, die vom EU-Parlament hier vertreten wird. Noch einen Schritt weiter geht die EU dann mit einer weiteren Forderung, die seit Beginn der Terrorintifada im Oktober 2000 immer weiter aufkommt. Und zwar wird seitdem zu internationalen Beobachtungsgruppen erstmal nur aufgerufen im Nahen Osten, um die Situation zu deeskalieren, wie das Europäische Parlament meint. Das geht dann noch weiter. Auf dem Ratstreffen jetzt vom letzten Dezember in Laeken wird die Idee von nur einer Beobachtungstruppe eben zu einer militärischen Eingreiftruppe. Das ist eben nicht nur lächerlich, sondern auch gefährlich, denn es ist dieselbe EU, die in Europa das Abbrennen von Synagogen geschehen lässt, nicht zu verhindern weiß. Es ist dieselbe EU, die Juden und Jüdinnen in Europa nicht vor tätlichen Angriffen schützen kann. Und diese EU will nun im Nahen Osten Palästina vor Israel bewachen. Diese EU will Israel mit Waffen zeigen, wie die EU das israelische Selbstverteidigungsrecht definiert. Und diese Tat eben wäre existenzbedrohend für Israel. Jetzt das Problem ist nicht nur politisch existenzbedrohend und auch militärisch existenzbedrohend für Israel, sondern auch ökonomisch geht es dem Land im Moment so schlecht wie seit seinem Bestehen nicht. Und gerade in dieser Situation erwägt die EU, und das ist jetzt sowohl das Parlament als auch der Rat, eine Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen Israel und der EU. In diesem Abkommen sind vor allen Dingen Zollsenkungen geregelt beim Import israelischer Güter in die EU. Und die Aussetzung des Abkommens bedeutet eben nicht nur eine weitere Schwächung der wirtschaftlichen Situation Israels, sondern er soll eben vor allen Dingen den Druck im Sinne von Patton auf Israel erhöhen, das europäische Verständnis von Frieden und Selbstverteidigung umzusetzen. Jetzt vielleicht noch interessant, wie es innerhalb des Europäischen Parlaments genau aussieht mit den verschiedenen Fraktionen. Bei den Sozialdemokraten, stärker als noch bei den Christdemokraten, gibt es eben einzelne Stimmen, die Israel verteidigen gegen die Parlamentsmehrheit. Allerdings muss man das eben auch im Zusammenhang sehen, dass die pro-palästinensischen Stimmen sehr stark sind in diesen Fraktionen. Es hat kürzlich einen Kongress gegeben der Sozialistischen Internationalen, auf dem gefordert wurde oder erwägt wurde, die Arbeiterpartei Israels auszuschließen wegen ihrer Regierungsbeteiligung. Gerade die kleineren Fraktionen, davon gibt es dann noch 6 weitere im Europäischen Parlament, sehen, also für die ist im Zentrum ihrer Nahostpolitik der Schutz des palästinensischen Volkes. Und da gibt es eine wichtige Ausnahme, das ist die antikommunistische sogenannte radikale Partei aus Italien. Die haben eine interessante Forderung aufgestellt und haben gesagt, Israels Existenzrecht kann eigentlich am besten gesichert werden, wenn Israel in die EU aufgenommen wird. Vordergründig mag das verlockend aussehen, zumal EU-Truppen wahrscheinlich auch nicht gegen ein eigenes Mitglied vorgehen würden. Aber ich würde doch sagen, diese Leute müssen sich die Frage gefallen lassen, ob dann Israel in einer Union mit Berlusconi, Fischer und Aznar sicherer ist als jetzt und ob es nicht wirklich die endgültige Einverleibung Israels in die pro-palästinensische EU-Strategie bedeuten würde. Dann gibt es noch eine weitere Fraktion, eine kleine, die ist allerdings in die andere Richtung eher erwähnenswert. Ich bin assoziiertes Mitglied der Vereinten Europäischen Linken, die folgt
der Sache des palästinensischen Volkes am blindesten und am klarsten. Das ist eine sehr hohe, dass die Nahostpolitik oder die palästinensische Politik eine sehr hohe Priorität für die GUE, so heißt sie, abgekürzt hat. Sieht man auch daran, es gibt verschiedene Delegationen vom Europäischen Parlament in verschiedenen Regionen in der Welt und die GUE stellt eine einzige Vorsitzende. Das ist die Vorsitzende Luisa Morgantini, die sitzt eben der Delegation der EU zum palästinensischen Legislativrat vor. Sie setzt sich dann auch am vehementesten für die Aussetzung dieses Assoziierungsabkommens ein und fordert zudem ganz klar Entschädigungszahlungen von Israel an die EU. In der GUE ist auch die PDS. Ich will hier nur noch mal erwähnen, dass eben die PDS innerhalb der GUE-Gruppe einer EP-Resolution zugestimmt hat, die jetzt im April auch durchgekommen ist und die eine ganz klare Verschärfung noch in Richtung noch pro-palästinensischer Haltung bedeutet als die Positionen, die zuvor vom Parlament eingenommen worden sind. Und diese Resolution widerspricht eben dem eigenen Beschluss der PDS von Münster, keine Kampfeinsätze zu billigen. Und das bedeutet, und das finde ich, muss man sich merken in Bezug auf die PDS, sie billigen keine UN-Kampfeinsätze, außer gegen Israel. Soweit die Zusammenfassung, was so die verschiedenen Institutionen innerhalb der EU für Forderungen hauptsächlich gegen Israel haben und wie die Pläne aussehen. Jetzt ganz kurz, wie gesagt, nochmal kann ich versuchen zu sagen, was ich denke, was man für Forderungen aufstellen kann. Das Problem an der Sache ist, dass die Forderungen entweder defensiv oder völlig absurd werden. Defensiv insoweit, dass man natürlich fordern kann, dass die Aussetzung des Assoziierungsabkommens nicht passieren darf, dass eher Gelder nach Israel, dass eher israelische Projekte finanziert werden müssten, weniger als Projekte der palästinensischen Autonomiebehörde. Das ist eben alles defensiv zu sagen, das sollte die EU alles nicht tun. Und absurd wird es eben dann, wenn man sich erhofft oder fordert, die EU solle eine pro-palästinensische Position einnehmen oder die EU solle, wie ich das vorhin eben etwas sarkastisch angemerkt habe, doch eher den Antiterrorkampf Israels unterstützen und vielleicht dafür noch finanzielle Gelder oder Gelder zur Verfügung stellen für diesen Kampf und damit eben letztendlich die Zerstörung der durch ihr eigenes Risikokapital finanzierten Infrastruktur von Seiten Israels unterstützen. Insofern kann ich nur sagen, mit den Forderungen, da gibt es noch einiges zu diskutieren und wenn es da weitere Projekte gibt, dann kann das sicher nur gut sein. Auf zu viel Unterstützung von Seiten anderer europäischer Länder sollte man sich dabei nicht verlassen. Weitere Beiträge von der Israel-Konferenz werden in kommenden Sendungen von Radio Kontext 21 zu hören sein. Das genaue Programm findet sich auf der Homepage von Kontext 21. Die Wiener antideutsche und linkskommunistische Gruppierung Café Kritik, die auch die Konferenz mit unterstützt hat, ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: café.kritik@gmx.net. Wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung Martin Schott. Sprecherin Simone Diener Hartmann. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.